Das ist Gleb. Das war Gleb. Husk. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Kindesentführung? Rettung. Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Und zwar spielen wir den Story DLC. Und wie ihr seht, Aidenverse ist ja schon ziemlich alt geworden. Sie hat mittlerweile auch eine Tochter. Und im Rückblick, in der ersten Folge haben wir gesehen, dass ihr Mann erschossen wurde. Das weiß sie aber noch nicht. Und da schauen wir doch jetzt mal, wie lange es hier dauern wird, bis sie das rausfindet und was dann auch passiert. Seid gespannt, Leute. So, schauen wir doch mal. Wir müssten dort drüben hin. 60 Meter oder 160 Meter. Und wir können gar nicht rennen. Was ist hier los? Warum können wir nicht rennen? Wir sind ja auf irgendeinem Eisplaneten. Immerhin schneit es. Sehr hübsch. Das ist kein Schnee. Das sind atmosphärische Rückstände von der Operation. Okay, ist Asche. Die Reste einer Stadt, die seit Jahrzehnten tot ist. Weißt du was? Ich sag jetzt gar nichts. Ah, genau, hier waren wir schon. Aiden, sieh mal. Was? In der Hauptstory. Ist das für ein Licht? Die Erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben Sie getan? Los jetzt. Wenn wir Gleb finden, wissen wir auch, was mit Dell ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Okay. So, die Ansicht ändern. Ich habe gehört, hier leben noch Leute. Ich dachte, Gleb hätte Vardos zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Ein Irrtum. Alter, wir sollten schnell... Ja, wir sind schon drin. Das ist Gleb. Das war Gleb. Husk. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Kindesentführung? Rettung. Daraus eine Armee zu schmieden, wie sie die Galaxis nie gesehen hat. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosnien-Systems sind nur noch Asche. Am Himmel die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur untätig. Und wir haben Vorbereitung getroffen. Für diesen Tag. Siehst du, Aiden? Ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Dass ich heute... Ausgerechnet heute. Endlich hier bei dir bin. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Trupp, meine Familie. Und ich habe lange darauf gewartet. Mich zu revanchieren. Zuerst Dell. Ja, es stimmt. Und jetzt? Deine Tochter. Findet raus, was sie über den Widerstand wissen und brennt die Stadt nieder. Ich musste in deiner Galaxis leben, Aiden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst. Regina!
Jinata-Sicherheit bekämpft die Erste Ordnung? Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Okay, anscheinend hat auch seine Tochter umgebracht. Ihre Tochter umgebracht. Dann sollten wir das ausnutzen. Vorwärts! Alter. Was haben wir denn hier alles? Jinata-Sicherheit bekämpft die Erste Ordnung? Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Dann sollten wir das ausnutzen. Vorwärts! Schauen wir mal, einfach durchrushen können. Okay, die schießen doch auf uns. Boah, Alter. Muss ich die doch killen, oder was? Okay. Können wir eine andere Waffe nehmen, weil die gefällt mir eigentlich nicht so. Scharfschütze. Probieren wir die aus. Die Jinata-Sicherheit bekämpft die Erste Ordnung? Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Dann sollten wir das ausnutzen. Vorwärts! Scan läuft. Was ist denn hier los? Alter Schwede. Wir müssen mal ein bisschen durchprobieren. Wenn es zu lange dauert, Leute, dann schneide ich das raus. Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Vorwärts.
Ja, schon ein bisschen mehr Bums. Rush jetzt einfach mal. Wir hier ein bisschen weiterkommen. Die Geräuschkulisse ist einfach traumhaft. Das ist echt hammermäßig. Einer hat einen Flammenwerfer. Sie sind uns im Weg. Ausschalten. Habe sich Kontakt. Direkt hier. Nein. Ich muss sagen, ich sterbe hier ganz schön oft, das ist ja Wahnsinn. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Boostkarten. Ach komm, wir machen mal das da noch. Ich glaube, das Schild ist nicht schlecht. Okay, die haben wir einigermaßen ausgeschaltet, glaube ich. Dio, finde ein Kommunikationsrelais. Wir scannen die Stadt nach Rettungssignalen. Wenn die runtergeht, bricht die Hölle los. Okay, wir müssen oben hacken irgendwie. Schauen wir nochmal, wo wir hacken können.
Okay, sieht sauber aus. Du musst was hacken. Mach mal, Billy. Mach mal, Billy. Verstärkung! Unter der Ebene! Boah, habe ich selber in der Luft gejagt. Mann. Ey. Kommunikationsrelais. Wir scannen die Stadt nach Rettungssignalen. Okay, jetzt müssen wir vorne noch einer mit einem schweren Geschütz kommen. Okay, den hätten wir auch ausgeschaltet. Und noch was los? Noch jemand Stress haben hier? Dio, scan die Stadt nach Rettungssignalen. Das ist ein schwerer Schütze. Ebene. Besser als keins. Stimmt. Suchen wir Zay. Feindlicher schwerer Schütze! Nein, wo die auf einmal alle herkommen. So Wahnsinn, du. Okay, ich muss hier hinten nämlich hin. Auf zu dem Rettungssignal. Schwerer Schütze!
geile Sache. Dabei. Offizier gesichtet. Ah, da. So, dann gehen wir mal hier runter. Das ist ein schwerer Schütze. Wo ist sie da drinne? Ihre Tochter? Sie ist leer. Ramella. Schon gut. Sie ist hier irgendwo. Wir müssen sie nur finden. Steigen wir da wieder ein? Ist wieder zurück jetzt? Erstmal den hier killen. Feindlicher schwerer Schütze! Okay, den kann ich nicht machen. Schütze!
Ja, wo ist sie eigentlich hin? Die sind irgendwo eine Kapsel, oder? Ah, da vorne wird die Kapsel. Bereich gesichert. Okay. Ja, da vorne ist er. Schauen wir doch mal. Hier, was drin ist. Zay ist nicht hier. Keine Sorge. Zay ist klug und stark. Wir finden sie. Ich gehe. Du bist die Vorhut. Ein Signal. Das muss Zay sein. Sie lebt, Schiff. Und sie ist allein. Wir folgen dem Signal. Ist sie wieder hier hoch, oder was? Könnte sein. Das Ding ist schon ein bisschen overpowered hier, aber mir soll es recht sein. Ja, finde es sehr cool, dass sie so schnell rennt, das Ding. Richtig geil gemacht. Zuerst einmal müssen wir Zay finden. Wir sind fast da. Okay, schön clean zu sein. Der Sender ist in der Nähe. Sie muss ihn mitgenommen haben. Der Rückzug der Ersten Ordnung ist nur ein taktisches Manöver. Die Jinata-Sicherheit geht unter. X-Wing hier abgestürzt. Mein TIE Fighter. Zay! Sie hat einen Hinterhalt gebaut. Da kommen wir hin. Und ich sehe eine Menge nützlicher Ausrüstung in der Nähe. Wir rüsten uns aus und gehen zu deiner Kleinen. Ein Shuttle. Noch mehr Sturmtruppen.
ey, wie kommt er denn noch von dem? Dein Vater ist tot. Was? Das mit Blepp war ein Irrtum. Hask hat deinen Vater getötet. Hask ist noch am Leben? Ja, aber nicht mehr lange. Wir gehen an Bord des Sternzerstörers und erledigen ihn. Aiden! Willst du Hask etwa verfolgen? Beeilung, sonst entkommt er! Mom, stopp! Der Tod dieses Mannes ändert nicht, was mit Dad geschehen ist. Wäre ich kampfbereit gewesen, wäre ich zum Widerstand gegangen, wäre das alles nicht passiert. Hask hat gesagt, die Erste Ordnung hat das alles lange geplant. Nichts davon ist deine Schuld. Und es ist nicht zu spät, um einzugreifen. Der Widerstand braucht wirklich jede Hilfe. Wenn wir wüssten, wie mächtig die Erste Ordnung wirklich ist... Dann hat der Widerstand vielleicht eine Chance. Okay. Wir müssen trotzdem darauf. Hey, Shriff. Hast du eine dumme Idee? Willkommen im Widerstand. Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch in der Stelle einen Cut und schauen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich denke, dass die dritte Folge auch richtig, richtig Fun machen wird. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.